beginnt ja schon in Deutschland, auch in Österreich, also hat schon begonnen. Es werden Leute gekündigt, es werden Konten gesperrt, es werden Konferenzen abgesagt, weil ein oder zwei unliebsame Referenten oder Akteure eingeladen sind. Das heißt, wir sind ja schon in Wirklichkeit in Deutschland bald dort, wo wir waren, während der radikalen Erlasszeiten. Das kann weitergehen. Und dem kann man eigentlich nur mit Mut und mit Zivilcourage auf allen Ebenen, auch auf der publizistischen Ebene, solange man kann, entgegentreten. Hallo zusammen und willkommen auf Neutrality Studies, heute mit einem österreichischen Kollegen und persönlichen Freund, dem Aktivisten, Verleger und Denker Fritz Edlinger. Seit nunmehr 40 Jahren publiziert Fritz und seine Redaktion das Heft International, die Zeitschrift für internationale Politik, eines der besten und hochkarätigsten vierteljährlichen Magazine in diesem Bereich im deutschsprachigen Raum, mit exzellenten Analysen des Zeitgeschehens, geschrieben von Akademikern, Diplomaten und anderen Experten der internationalen Beziehungen. Von International gibt es dann übrigens auch einen gleichnamigen YouTube-Kanal. Ihr findet den verlinkt unten in der Beschreibung. Über seine Arbeit, den Zustand des Journalismus in Europa und die politische Debatte über Krieg und Frieden wollen wir heute sprechen. Lieber Fritz, willkommen. Schönen guten Tag. Servus. Fritz, fangen wir doch an mit International, dem Magazin, das du leitest seit vielen Jahren. Was hat dich und deine Gruppe vor 40 Jahren dazu bewegt, ein vierteljährliches Magazin herauszugeben? Ja, also es war genau im Jahr Anfang des Jahres 1982. Und 1982 für Österreich-Kenner wissen, war das letzte Regierungsjahr von Bruno Kreisky als Bundeskanzler und natürlich auch als Vorsitzender der SPÖ. Ich bin ein Sozialdemokrat, nein, ich sage immer, ich bin ein Sozialist, auch wenn die Parteien sich alle inzwischen sozialdemokratisch nennen, ich bin ein Sozialist. Und es war damals eine Gruppe von damaligen Jungsozialisten, überwiegend aus der SPÖ, aber auch andere Unabhängige, die alle irgendwie aus der 68er-Bewegung und aus der Friedensbewegung gekommen sind und die vor allem aus der antikolonialistisch orientierten Friedensbewegung irgendwie das Gefühl hatten, da wird zu wenig öffentlich berichtet, Position bezogen und diskutiert. Und das war mehr oder minder die Geburtsstunde von International. Es ist inzwischen etwas ganz anderes geworden. Von der Gründergeneration bin ich der Einzige, der durchgehalten hat. Inzwischen kennzeichnet mich ein gewisser Altersstarrsinn aus, der in Wirklichkeit überhaupt angesichts des momentanen publizistischen und politischen Mainstreams einfach sagt, aber jetzt, gerade jetzt nicht aufgeben. Es war also damals eine Zeitschrift, die eigentlich ak sehr aktionsbetont aktivistisch war. Es waren Solidaritätsbewegungen, Vietnam und so weiter. Sehr anti-amerikanisch, das ist etwas, was mich persönlich und die Zeitschrift auch bis heute Auszeichnung vielleicht etwas vertiefter und genauer auch analysierend. Das hat sich im Laufe der Zeit entwickelt. Heute sind wir tatsächlich eines der wenigen im deutschsprachigen Raum noch überlebenden konventionellen Medienprodukte, nämlich eine gedruckte Zeitschrift, noch dazu mit einer Position, die eben klar links von der Mitte ist. Wir sind in Österreich die Nummer eins in dem Bereich und auch eigentlich der einzige. Wir sind aber inzwischen auch im deutschsprachigen Raum und vor allem im Zusammenhang mit unserem YouTube-Kanal, den wir etwa vor 2 Jahren aber erst begonnen haben,
haben wir inzwischen eine Breitenwirkung und eine Ausstrahlung, die doch deutlich über den unmittelbaren Bereich des immerwährend neutralen Österreich hinaus strahlt. Also auch heute in der Früh, wir haben gestern ja ein von dir gestaltetes Video über das heutige 75 Jahre Jubiläum der NATO ausgestrahlt. Und ich habe heute in der Früh schon einige, vor allem aus Deutschland, einige Reaktionen, die alle in die Richtung gehen. Warum schreibt da niemand darüber, das, was ihr sagt und eure Autoren sagen und schreiben, liest man nirgendwo nicht einmal in den sogenannten linksliberalen, traditionellen deutschen Zeitungen, à la Süddeutsche oder ähnliches. In Österreich ist das ja leider von Haus aus schwächer. Wir haben nach wie vor den Standard, der auch so etwa der ja Süddeutschen entspricht, aber seine Linie und seine Entwicklung ist genauso wie der Süddeutschen. Sie gehören halt jetzt irgendwie zu den linken Aspekten des Mainstreams. Ja, also wir kämpfen ums Überleben, um das auch schon nicht allzu euphorisch und positiv zu sagen. Die Zeitschrift selbst und das ganze Projekt, eben wie gesagt, außer der Zeitschrift gibt es eben noch den YouTube-Kanal und auch die Durchführung der einen oder anderen Veranstaltung, die wir live auch schon noch während der Pandemie live durchgeführt haben. Da war die erfolgreichste, die wir ja auch dann gemeinsam mit Neutrality Studies sehr, sehr erfolgreich ins internationale Netz gestellt haben, eben eine Live-Veranstaltung mit Jeffrey Sachs in Wien vor einem halben Jahr über die Ukraine in erster Linie. Das war sehr erfolgreich. Also wir haben schon einen gesamten Anspruch, dass wir auch die unterschiedlichsten Kommunikationsschienen, die sich ja auch generationsmäßig heutzutage schon ziemlich auseinander dividiert haben, also eine gedruckte Zeitschrift lesen kaum Junge, auch nicht die junge Linke, die hören sich lieber die sozialen Medien an und die erreichen wir mehr mit den Videos. Daher ist auch die Zahl unserer Video-Abonnenten ein Vielfaches von der Zahl der Abonnenten unserer gedruckten Hefte. Und für mich, einfach so für den Kontext, auch für unsere deutschen Zuhörer in Deutschland, du bist für mich so etwas Ähnliches, oder du bist für mich so etwa wie der Albrecht Müller Österreichs. Und Albrecht Müller hat ja in Deutschland die sehr erfolgreiche Nachdenkseiten gestartet, die auch in Bild und Ton und gedruckt verschiedene Themengebiete behandeln. Und ich glaube, du und Albrecht Müller, ihr kennt euch auch von früher noch. Seid ihr noch im Kontakt und wie würdest du euer Schaffen von international unterscheiden von dem, was die Nachdenkseiten machen? Ja, also Albrecht und ich sind uralte Freunde. Er ist einige Jahre älter, daher hat er noch eine etwas längere Karriere als ich. Aber ich lernte ihn kennen. Damals war ich Chef der österreichischen Jungsozialisten und er war gerade sehr eng an Willy Brandt. Er hat ja begonnen als Redenschreiber von Willy Brandt. Dann hat er die erste erfolgreiche Bundestagswahl organisiert für Willy Brandt und dann war er im Wesentlichen an Willy Brandt und ist aber dann auch noch länger geblieben unter Schmidt. Also er war lange Zeit einer der wirklich linken Fahnenträger in der SPD. Der Unterschied zwischen ihm und mir ist, ich bin noch in der SPÖ, er ist nicht mehr in der SPD. Was auch ein bisschen mit der Entwicklung der beiden Parteien zu tun haben, das war immer ein historischer Disput zwischen den deutschen und den österreichischen Sozialisten, auch in der Zeit der Ersten Republik und noch davor. Die Österreicher haben von sich immer gesagt, wir sind deutlich linker als die deutschen Sozialdemokraten. Hat ja auch dazu geführt, in der Zeit eben nach dem Ersten Weltkrieg, dass ja
Das ist unter dem Schlagwort Austromarxismus ja in der Linken auch Theoriedebatte ja bekannt geworden und hat auch den Versuch gegeben, realpolitisch zwischen der damaligen traditionellen europäischen Sozialdemokratie, der Sozialistischen Internationale und der dann nach der Oktoberrevolution entstehenden Kommunistischen Internationale eine Vermittlungsposition zu machen. Es gab also den Versuch, eine sogenannte zweieinhalbte Internationale damals zwischen den Kommunisten und den Sozialisten zu gründen. Ist leider gescheitert, aber traditionell haben wir österreichischen Sozialdemokraten, Sozialisten immer gemeint, wir sind doch ein bisschen grundsatztreuer und weniger angepasst an die Machtverhältnisse als die Deutschen. Wir haben uns auch daher in der Zeit der Ersten Republik das schreckliche Schicksal der deutschen Sozialdemokraten, nämlich der weitgehenden Kollaboration, zumindest über eine gewisse Zeit erspart, indem die österreichische Partei damals sehr nach dem Ersten Weltkrieg in Opposition gegangen ist, was leider längerfristig dann zu einem bürgerkriegartigen Konflikt in Österreich geführt hat. Aber das ist lange Geschichte. Also der langen Rede kurzer Sinn. Albrecht Müller ist ein alter Freund und Genosse, so kann man das hier durchaus sagen, von mir. Und die Nachdenkseiten sind auch irgendwie ein bisschen ein Vorbild für international. Also international wird getragen ja von einem Verein, ähnlich wie die Nachdenkseiten, das heißt Arbeitsgemeinschaft Internationale Publizistik, und versucht eben breit zu agieren, wie ich schon vorher gesagt habe, sodass gedruckte Zeitschrift ist zwar unser Flaggschiff, das hat auch irgendetwas mit dem überwiegenden Alter der Redaktionsmitglieder zu tun. Das sind die Menschen meines Alters oder vielleicht ein bisschen jünger, die aber noch immer glauben, etwas Gedrucktes ist etwas anderes als etwas über Video schnell Hingesagtes. Daher ist das nach wie vor das Flaggschiff unserer Arbeit. Aber ergänzt durch Live-Veranstaltungen und Diskussionen und durch die Videos auf unserem YouTube-Kanal. Also ich schätze international sehr, weil ihr sehr gute Analysen publiziert in jedem Heft über Dinge, die geschehen sind. Also mit dem, als Henry Kissinger gestorben ist, quasi eine Aufarbeitung dessen, was er alles verbrochen oder gemacht hat. Und also ihr begleitet das Zeitgeschehen intellektuell, eben auch in Tiefe, auch über mehrere Seiten hinweg. Wie hat sich diese Lage eigentlich verändert über die letzten 40 Jahre? Hat das Internet die Dinge, also Analyse und so weiter und auch die Verbreitung von Analyse besser gemacht oder nicht? Ich bin mir da nicht sicher. Natürlich formal hat das Internet natürlich schon einmal eine unglaubliche Vermehrung des Angebotes erreicht, weil halt jeder irgendwo etwas ins Netz stellen konnte und daher einfach die Produktion, der Input deutlich mehr war als in den traditionellen Strukturen. Man druckt etwas, bis das publiziert ist, vergehen einige Monate. Die neumodischen audiovisuellen Methoden sind natürlich auch rascher und schneller, was leider manchmal auch eine negativen Auswirkung auf die Qualität hat, weil halt Schnellschüsse sind schnell im Video. Wenn man etwas gedruckt, dann korrigiert man die Fahnen und ändert vielleicht. Also ich verwende persönlich und auch unsere Zeitschrift natürlich die sozialen Medien. Wir sind dort präsent. Wir produzieren jede Menge von Videos. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man, wie viele sagen, das ist auf jeden Fall ein Fortschritt. Wie man auch politisch sieht, es ist nicht unbedingt auch ein politischer Fortschritt, weil in den sozialen Medien versammelt sich halt alles.
Und zwar die radikalsten Positionen von ganz rechts bis ganz links. Und du musst also, du hast unter Umständen es viel schwieriger, die Orientierung beizubehalten, als in dem gedruckten Angebot. Das leidet aber doch durch die Konkurrenz der neuartigen Methoden und der sozialen Medien ja geringer wird. Also ich bin immer wieder erstaunt. Österreich ist ein Land mit 8 Millionen, 9 Millionen, 10 Millionen Menschen mit einem bestimmten intellektuellen Niveau, weil wir haben sehr viele unserer Intellektuellen, auch bei den Journalisten, die irgendwann einmal dann die Flucht nach Deutschland angetreten haben. Also im Vergleich zu Deutschland sind wir natürlich ein fast Zehntel, aber wir bekommen seit einigen wenigen Jahren in Wirklichkeit mindestens einmal im Monat oder regelmäßig dann irgendwelche Mails von Kollegen aus Deutschland und sagt, ich habe da einen Artikel, ich kriege den nirgends in Deutschland unter. Könnt ihr das publizieren? Also wir sind in einer gewissen Weise, das ist ja wirklich unglaublich, aber doch schon bald ein Asyl für Linke vom herrschenden wissenschaftlichen und publizistischen Mainstream in Deutschland zum Schweigen gezwungenen Menschen. Und wir publizieren immer wiederum, man kann sagen, in jedem Heft haben wir Artikel, die wir nicht unbedingt bestellt haben bei Kollegen oder bei Freunden, sondern wo Leute, die uns von irgendwo kennen, anschreiben und sagen, ich habe das, wollte das bringen. Das ist auf der einen Seite für uns irgendwie eine gewisse Bestätigung, dass wir nicht ganz daneben liegen. Auf der anderen Seite ist aber das kein sehr positiver Befund für bezüglich der gesamten politischen, medialen Situation im deutschsprachigen Raum, weil da haben wir gerade, also seit der Pandemie spätestens, haben wir in Wirklichkeit das Problem, dass es eine zunehmende öffentliche Zensur gibt. Und das, also diese Anfragen, die sind relativ neu. Das war vor 15, 20 Jahren in der Fülle Nein. nicht der Fall. Nein. Das hat begonnen eigentlich, ja, das hat wirklich massiv begonnen mit den Auseinandersetzungen um die Corona-Pandemie. Weil da hat es in Deutschland natürlich, wobei da auch in Österreich, auch in Österreich heute, nach jetzt Ukraine und jetzt also Palästina, Gaza, ist der Mainstream in Österreich nicht wesentlich anders, weder der politische noch der publizistische, als in Deutschland. Aber offensichtlich gibt es also so etwas wie international in Deutschland. Wir arbeiten zum Beispiel dieser Zeitschrift, die sich auch verkleinert haben, die Welttrends, die waren bis vor kurzem eine Monatszeitschrift, die haben vor einem Jahr ebenfalls auch auf eine Zwei-Monats-Zeitschrift verkürzt. Offensichtlich ist der Druck in Deutschland stärker. Oder wir sind einfach sturer als international, weil wir kämpfen tatsächlich auch ständig ums Überleben. Und wir haben etwas, was vielleicht andere nicht haben. Wir leben eigentlich seit den ersten Tagen dieser antikolonialistischen Kampfzeitschrift von der Selbstausbeutung unserer Redaktion. Von ein oder zwei Ausnahmen gibt es keine Honorare für Leute, die bei uns schreiben. Das heißt, man muss zur Kenntnis nehmen, dass das in Wirklichkeit für Gottes oder Marxens oder Lenins oder wessen immer auch Lohn ist. Das schaffen wir noch, aber das bringt doch tatsächlich auch zunehmend ein Problem, nämlich es bringt auch ein gewisses Nachwuchsproblem. Weil natürlich junge
Publizisten, junge Wissenschaftler, die irgendwie sich auf die Reise machen wollen, haben unter Umständen keine fixen Einkommen. Und das sind im Wesentlichen, was ich angedeutet habe, vielleicht die eine oder andere Ausnahme, dass wo ein guter Artikel da ist und man sich überzeugen kann, dass der Autor oder die Autorin in Wirklichkeit mit einem Honorar von 150 € auch etwas anfangen kann, dann zahlen wir halt die 150 €. Aber der Großteil unserer Artikel ist ehrenamtlich geschrieben. Bevor wir das Video gestartet haben, haben wir ganz kurz privat miteinander gesprochen und du hast mir gesagt, ja, so eben der Blätterwald in Österreich ist nicht optimal. Und dann hast du gesagt, ihr in der Schweiz, ihr habt wenigstens noch die Weltwoche. Und die Oh weh. Weltwoche Oh weh. ist, nein, aber es geht mir genau gleich. Die Weltwoche war für mich einmal ein rechtes Propagandablatt der SVP. Ich habe mittlerweile meine Meinung über die Weltwoche grundsätzlich revidieren müssen, weil ich sehr viele systemkritische und wichtige Beiträge, also gerade über die Ukraine und auch Israel und so weiter in der Weltwoche lese. Und da muss man irgendwann sich auch sagen, vielleicht hat sich das geändert oder vielleicht habe ich das falsch wahrgenommen. Wie geht es dir? Also wie nimmst du systemkritische Zeitschriften im deutschsprachigen Raum wahr? Naja, das ist für mich in erster Linie jetzt nicht primär ein medienpolitisches Problem, das natürlich auch, oder eine medienpolitische interessante Entwicklung, sondern das sehe ich noch immer. Also ich bin zwar kein Jungsozialist mit, ich bin halt jetzt ein alter Jungsozialist und ich sehe das noch immer mehr als ein Mann, der aus politischer Überzeugung, nämlich dass es wesentlich ist für unser, sagen wir, europäisches politisches System, eine radikale politische Veränderung anzustreben, nämlich in Richtung von Sozialismus, sagen wir das so, also, aber zumindest auf jeden Fall von mehr Demokratie etc. etc. Und da musste ich tatsächlich in den letzten Jahren auch zur Kenntnis nehmen, dass die traditionellen Rechts-Links-Schemata, die wir gewohnt sind aus den 68er und nachfolgenden Jahren, dass die in irgendeiner Weise nicht mehr ganz passen. Dass plötzlich Positionen, die einfach vor wenigen Jahren noch als linksradikal diffamiert wurden von der Mainstream oder gar von der rechten Presse, plötzlich bei den Rechten auch vertreten werden. Das hat begonnen, auch massiv zu werden, nach meiner Beobachtung, auch wiederum bei der Pandemie. Die Pandemie hat in Wirklichkeit ja weltweit, aber auch bei uns in Europa, bestimmte grundlegende politische, kulturelle Dinge einfach über den Haufen geworfen. Damals war ich noch etwas skeptisch, weil ich persönlich kein radikaler Impfgegner war. Also ich habe mir da schon manche so verschwörungstheoretische Dinge, waren wir damals schon etwas zu weitgehend und daher habe ich gesagt, na ja, das ist manche Rechte, das ist so. Aber das hat sich dann wesentlich verändert durch die Ukraine-Geschichte. Nicht so sehr in der Nahostgeschichte, weil in der Nahostgeschichte haben die Rechten ja auch ein gewisses Problem. Es gibt bestimmte Rechte, gerade die deutschen Rechten, Ultrarechten und die österreichischen Ultrarechten gehören zu den pro-israelischen, die man weltweit hat. Das hat was wahrscheinlich mit ihrer eigenen Art, ihrer eigenen Vergangenheitsbewältigung zu tun, sage ich salopp dahin. Die glauben, dass sie damit sich also von ihrem genetischen Antisemitismus und Rassismus freimachen können, indem sie Israel unterstützen. Vielleicht sind sie auch darauf gekommen, dass Israel inzwischen auch ein rassistisches Land ist oder zumindest eine wesentliche Komponente der israelischen zionistischen Politik rassistisch ist.
Aber es ist zum Beispiel in Österreich, auch bei euch in der Schweiz, haben wir in der Neutralitätsfrage ein Thema, wo eigentlich, wenn ich mir die Forderungen ansehe, die Headlines zwischen der Haltung der österreichischen FPÖ und anderer kein Unterschied ist. Im Gegenteil, aus welchen Gründen auch immer, ist in Österreich im Moment die FPÖ nach außen hin. Wir haben ja nicht nur die Europawahl demnächst, wir haben im Herbst dann auch eine Nationalratswahl, die für Österreich natürlich weitaus bedeutender ist. Dort ist die FPÖ die Neutralitätspartei. Und die anderen, die Partei des Bundeskanzlers, die Volkspartei, sagt zwar auch, wir sind die Neutralität, so nach dem Motto, aber und über Neutralität gibt es keine Diskussion, Schluss. Und die SPÖ hat ja eine neue politische Führung, die offensichtlich das als ein Thema findet, das sie zwar auch besetzt. Natürlich ist die SPÖ für die Beibehaltung der Neutralität, aber sie macht das nicht offensiv und wird in Wirklichkeit von der FPÖ vorgeführt. In der Schweiz ist es ja offensichtlich auch so, ich lese inzwischen auch die Weltwoche einigermaßen regelmäßig. Abgesehen davon sind die Videos der Weltwoche auch meistens besser und unterhaltender als vieles andere, weil der Mann einfach gut ist in seiner Präsentation. Aber man muss zur Kenntnis nehmen, dass in Wirklichkeit sich, das sage ich als alter Marxist, als alter Linker, dass bestimmte traditionelle, das ist klar rechte Position, das ist klar linke Position, dass sich das etwas auch dadurch überholt, dass, sagen wir das auch, das ist das Moment, heute tägliche aktuelle Thema, die NATO-Geschichte, dass im Wesentlichen die europäische Linke eigentlich NATO-affin ist und in Wirklichkeit mit dieser NATO-Affinität eine wesentliche, grundsätzliche politische Grundlage ihres ganzen Seins und ihres ganzen Denkens und Analysierens ad acta gelegt hat. Also so ähnlich wie in Deutschland die Ostpolitik von Willy Brandt heute als ein Relikt des Russlandfreundlichseins ad acta gelegt wurde, gibt es in Österreich wie auch in der Schweiz linke Kreise, die gerne die Neutralität ad acta legen würden, als etwas, was nicht mehr richtig proeuropäisch links ist und in dem Sinne transatlantisch. Ja. Das ist eine faszinierende Entwicklung. Schlecht, aber Naja, faszinierend. als alter Sozialist habe ich so eine, Leute, die mich kennen, finden das schon langweilig, weil ich sie immer bei passenden, manchmal vielleicht bei weniger passenden Dingen das dann das verwende. Ich habe eine Lieblingsgeschichte, wo ich sage, wenn ich mich gerade über irgendeine Positionierung ärgere, sage ich immer, Kreis gebrannt und Palme würden im Grab rotieren, wenn sie sehen würden, was ihre Nachfolger heute alles anstellen. Und das ist eigentlich fast eines der, für mich persönlich, auch der Kernanliegen von International. Wir sind in einer bestimmten Weise eigentlich konservativ, weil wir eigentlich etwas, ich habe das auch gestern wieder irgendwo gesagt oder geschrieben, weiß ich nicht mehr genau, wo das war, aber der politische Kulturbruch in Europa hat begonnen, wie in Wirklichkeit der Helsinki- und der KSZE-Prozess ins Leere gelaufen wurde. Das hat wunderbar begonnen, Anfang der 70er Jahre. Da hat man, nicht zuletzt waren die genannten Namen die Promotoren oder zumindest ein wesentlicher Teil der Promotoren dieses ganzen Prozesses. Damals hat es die Chance gegeben, in Wirklichkeit tatsächlich zu sagen, es gibt eine genuin europäische Situation und diese genuin historische europäische Position
hat das Recht oder hat die Verpflichtung, auch eine eigenständige europäische, globale Politik, Sicherheitspolitik zu definieren und zu realisieren. Das ist dann im Wesentlichen nach dem Ende des Kalten Krieges ad acta gelegt worden, weil eben nur einer der beiden Konfliktparteien des Kalten Krieges den Kalten Krieg gewonnen hat und im Wesentlichen dann viele in Europa gemeint haben, naja, es bleibt uns ja nichts anderes übrig, oder manche haben das vielleicht aus innerer Überzeugung gemacht und gesagt, okay, jetzt gibt es nur mehr ein globales System, das ist das von der USA geführte NATO-System, das ja nicht nur ein Verteidigungsbündnis ist. Abgesehen davon ist es kein Verteidigungsbündnis, es war einmal ein Verteidigungsbündnis. Heute ist es ein Angriffsbündnis, wie wir wissen. Und selbst heute bist du, selbst wenn du erinnerst, was damals in Helsinki und in den ganzen Vorbereitungen alles diskutiert wurde, wenn du das heute in Erinnerungsbuch, bist du ja heute im besten Fall schon ein Putin-Versteher. Ja? Und das ist etwas, was in Wirklichkeit mich persönlich und auch uns im international bei den verschiedensten Einzelthemen auch immer wiederum, nicht nur bei dem schrecklichen Ukraine-Krieg, sondern insgesamt in Wirklichkeit immer wieder aufstößt, weil wir zur Kenntnis nehmen müssen, und das betrifft nicht in erster Linie die erst jüngst gewendeten Grünen, sondern das betrifft vielmehr die bereits früher zu wenden begonnenen europäischen Sozialdemokraten, die im Wesentlichen heute zu den NATO-Befürwortern schlechthin in Europa führen. Und das ist etwas, was eigentlich das tatsächliche Redaktionsprogramm auch unserer Zeitschrift ist. Und das ist aber das. Und ich bin froh, dass wir da offensichtlich richtig liegen, weil so viel Zuspruch hat international in seiner 42-jährigen, 45-jährigen Geschichte nie gehabt wie in den letzten 2, 3 Jahren. Wir werden immer mehr nicht nur von den Schreibern, wie ich vorhin gesagt habe, oft als letztes intellektuelles Asyl oder vorletztes intellektuelles Asyl betrachtet, sondern auch bei den Leserinnen und Abonnentinnen. Ich habe fast jeden Tag, meistens gar nicht nur aus dem österreichischen Bereich, aus Schweiz, aus Deutschland, wo sagen, ich möchte eure Zeitschrift abonnieren, weil ihr seid bald die Letzten, die das sagt, was ich mir jeden Tag denke, aber nirgends mehr wo höre und lese. Das ist das, was uns eigentlich am Leben erhält und was uns eigentlich auch weiterhin weiterkämpfen lässt, weil wir sehen, es ist nicht alles so, wie es die Welt oder auch die Süddeutsche oder der Spiegel oder bei uns die Presse und der Standard schreiben, sondern es gibt inzwischen einen zunehmenden Teil der Bevölkerung, die mit dem ganzen System, und da meine ich jetzt nicht diese rechtsradikalen Verschwörungsgeschichten, sondern die einfach mit dem politischen Mainstream nicht mehr einverstanden sind. Gestern habe ich wiederum ein Mail bekommen, wo mir eine Dame aus Süddeutschland schreibt, wunderbar, dass es euch gibt, weil ich habe mir vor Monaten abgewöhnt, die Mainstream-Medien, Zeitungen zu lesen. Jetzt habe ich wenigstens wieder etwas, was dick genug ist, dass ich es lesen kann. Ich hatte vor 2 Wochen ein privates Gespräch mit einer Schulfreundin und sie ist Journalistin und sagt, sie arbeitet nur für Lokalzeitschriften, Zeitungen, weil das sind die einzigen, die noch tatsächlich ehrlich arbeiten können oder wo Journalisten noch ehrlich arbeiten können, weil sie sich mit den Belangen der Lokalität auseinandersetzen. Den Rest hält auch sie nicht mehr aus, weil alles in eine gewisse narrative Schiene hineinpassen muss. Also auch die Journalisten, die selber in diesen Zeitungen arbeiten, ein großer Teil davon merkt das. Und irgendwie kommen wir im Moment aus dieser Propagandisierung des Diskurses, des öffentlichen Diskurses, noch nicht raus. Aber da bin ich froh, dass es euch gibt und dass es Alternativen gibt. Das ist wichtig, das ist richtig, aber es ist das Problem, dass wir inzwischen irgendwo
an Grenzen stoßen und es daher notwendig ist. Ich bin gerade dabei zu versuchen, so etwas einmal im Österreich. Österreich ist ein kleines Land, aber es ist noch immer zu groß, damit nicht verschiedene Initiativen unabhängig voneinander, nichts wissend agieren. Also ich bin jetzt dabei zu versuchen, irgendwo eine bessere Vernetzung von ähnlich denkenden, ähnlich agierenden Medien oder auch Initiativgruppen, Komitees zusammenzustellen, weil es ist einfach allmählich, das klingt jetzt schrecklich, aber es ist bald so, es ist bald Bürgerpflicht, sich zu wehren und Widerstand zu leisten. Und den Widerstand leisten, indem man den schrecklich schreibenden Mainstream-Medien Leserbriefe schreibt, die dann dort meistens ohne dies nicht abgedruckt werden, ist einfach zu wenig. Man muss einfach versuchen, dass sich innerhalb der einzelnen Länder, aber auch über die Landesgrenzen hinaus in Wirklichkeit einfach ähnlich tickende, sagt das jetzt so salopp, Komitees, Leute, Gruppen, Medien einfach besser noch vernetzen. Weil sonst werden wir irgendwann einmal, es beginnt ja schon in Deutschland, auch in Österreich, also hat schon begonnen, es werden Leute gekündigt, es werden Konten gesperrt, es werden Konferenzen abgesagt, weil ein oder zwei unliebsame Referenten oder Akteure eingeladen sind. Das heißt, wir sind ja schon in Wirklichkeit in Deutschland bald dort, wo wir waren, während der radikalen Erlasszeiten. Das kann weitergehen. Und dem kann man eigentlich nur mit Mut und mit Zivilcourage auf allen Ebenen, auch auf der publizistischen Ebene, solange man kann, entgegentreten. That's it. Ich denke mir häufig und sage auch, dass es, das Haus brennt schon im ersten Stock und die Leute schlafen noch oben im dritten und vierten. Und was passiert mit den Leuten im ersten Stock, das sieht man jetzt gerade in Gaza. Und das, so kann es uns allen ergehen, wenn wir nicht, wenn wir nicht daraus, wenn wir da nicht rauskommen aus dieser selbstgemachten, selbstverschuldeten Kriegsspirale, die uns in Europa immer noch einholen könnte. Ja, was heißt, ich meine, wenn ich mir, weil wir eben heute 75 Jahre NATO und ich habe das gestern eben auch in dem Vorspann zu dem Video, das du ja dann mit Mörsheimer und Freunden geführt hast, ich habe da ein paar der gestrigen aktuellen Zitate oder Statements nur, ne? Der Herr Stoltenberg spricht von einem Sonderhilfspaket von 100 Milliarden. Der Herr Macron möchte schon die Fremdenlegion in die Ukraine schicken. Der Tusk spricht von Vorkriegszeit, was immer das heißt. Wann sind wir dann in der Kriegszeit? Und einer, der sonst im Großen und Ganzen ohne dies brav im Mainstream schwimmt, nämlich der deutsche Bundeskanzler, wird fertig gemacht, weil er noch immer die Taurus noch nicht geschickt hat. Dort sind wir. Und dass in Wirklichkeit im Schatten des Ganzen Gesamteuropa Selbstmord mitbegeht. Und das meine ich nicht nur, natürlich, es ist schrecklich, was in der Ukraine passiert. Die Ukraine ist ein kaputtes Land auf Generationen hin. Das sind die 100 Milliarden, sind ja nur gedacht für Waffen im Übrigen. Also, aber die Auswirkungen auf Gesamteuropa sind ja katastrophal, dass in Wirklichkeit wir also in der EU-Kommission offensichtlich überwiegend Leute haben, die halt sagen, na gut, noch 100 Milliarden für diese Waffen und noch 100. Und dass halt irgendwie die Inflation in Europa inzwischen
unglaublich hoch ist, dass die Armut der Leute, die Jugendarmut eine Katastrophe ist, dass die Infrastruktur der öffentlichen Dienstleistungen in Deutschland zum Beispiel ja schon nur mehr in Glossen abgehandelt wird, dass in Wirklichkeit das gesamte aufgebaute Europa, was einmal eine gute Idee, eine grundsätzlich gute Idee war, nämlich die EU, die Zusammenarbeit der Europäer. Aber das wird durch diesen von der NATO mit wesentlich ausgelösten Ukraine-Konflikt in Frage gestellt und nicht nur für die Ukraine. Und da bin ich immer verzweifelt eigentlich, dass das niemand sieht. Und wenn jemand von möglichst baldem Waffenstillstand Verhandlungen schon bist du bereit sein, wiederum ein Putin-Versteher. Das ist dieses Zitat von Donald Tusk ist ja so typisch. Offensichtlich sehen die nicht, wo wir sehenden oder blinden Auges uns hinbewegen. Und das ist ganz Europa. Die Yankees sitzen auf ihrer Insel und werden davon nicht. Die Yankees werden noch ihr Geschäft machen mit dem Ukraine-Krieg, was sie ja schon machen. Und konzentrieren sich auf ihren Konflikt mit China, wo sie dann Europa als nächstes mit hineinziehen. Und wir sind aber in der weiter schwächeren Position. Und es ist meines Erachtens nach eigentlich im europäischen Überlebensinteresse, dass man sich einfach schrittweise von der Dominanz der USA und der NATO absetzt. Und wenn das nicht geht, wird die europäische Zukunft eine Katastrophe werden. Ja, das war Lieber jetzt Fritz, lieber Fritz, eine Predigt, ja. predigen muss man vor dem Untergang. Gut, ich möchte dir herzlich danken für deine Ausführungen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Also, wenn ihr das international abonnieren wollt, man kann es kriegen. Auf dem Internet können Sie sich eintragen. Ich mache all die Links in die Beschreibung. International ein sehr lesenswertes Blatt. Fritz Edlinger, herzlichen Dank. Wunderbar, herzlichen Dank, alles Gute und wir werden weiter kämpfen.